Das ist das, was wir heute erklären werden ein bisschen. Das Thema läuft ja schon seit 4 Jahren bei uns im OV, also wir basteln an dem Ding schon seit 4 Jahren rum. Das ist das Team, wie gesagt, das ist der Edwin, der Markus hier, Delta Golf 8 MG ist krank, das ist unser jüngster Mitglied, ja, meine Wenigkeit. Wir sind öfters mal gefragt worden, wie kommen wir auf sowas, aber sowas zum Aufziehen, sowas, und über 4 Jahre lang, und wir treffen uns mindestens 2 Mal in der Woche für Projektbesprechungen seit 4 Jahren, also das Projekt hat schon ganz schön Umfang genommen. Nachdem wir jetzt so viel Zeit haben, können wir das ruhig ein bisschen ausführen. Es ist so, dass wir eigentlich ja das Projekt als Jugend für die Jugendgruppe gebaut hätten, einen einfachen CW-Empfänger oder Sender mit Empfänger dazu, Klasse-E-Verstärker dazu, das war eigentlich unser Ansatz bei dem Ganzen. Ja, hat sich dann ein wenig, wie so Projekte halt sind, vergrößert und jetzt sind wir momentan auf den Stand, wie wir es mal jetzt kurz vorführen. Wer in Friedrichshafen letztes Jahr dabei war, da haben wir ja schon mal kurz erklärt, wie weit wir sind. In der Zwischenzeit gibt es etliche Updates dazu und das werden wir euch jetzt ein bisschen zeigen hier. Wenn übrigens Fragen sind nachher, wie gehört, wir haben über eine Stunde Zeit, wenn wir wollen, oder unser Kollege hier noch dazwischen, gebe ich keinen Akt. So, dann fangen wir an. Wir haben ein neues Board in der Zwischenzeit kreiert. Gehen wir weiter mit dem Board, weil das kommt noch jetzt ausführlich dahin, was wir denn gemacht haben. Es läuft also mit 12, 13, 14 Volt, nimmt 4 Ampere auf, hat eine Ausgangsleistung von 20 Watt Minimum. Wenn man es ein bisschen dreht, kommt sogar noch mehr raus, wenn man haben will. Das Ganze bei uns ist I²C gesteuert, sowohl das Board wie die Filterboards. Es hat einen Hintergrund, wir wollten nicht abhängig von irgendeiner anderen Hardware sein, sondern die Hardware, was wir haben, ist einfach einsetzbar, universell, mit jeglichen Art von, sagen wir mal, Recheneinheit, so wie jetzt der Repetier. Ihr könnt es aber auch jeden anderen hinhängen. Auch analog würde gehen. Ja, wir haben hier praktisch diesen SDR-Teil, den der Pavel für das Ganze gemacht hat, für den Repetier. Und wir haben den Kern eigentlich hergenommen, weil uns der einfach gut gefallen hat. Preis-Leistungs-Verhältnis war für uns in Ordnung. Das war ein tolles Ding, wo das rausgekommen ist. Und darum, um dieses Teil rundum, wollten wir eine unabhängige Plattform bauen, die einfach dann über I²C-Bus, weil es sich anbietet dafür, zu steuern. Also ihr könnt genauso gut ein Hermes-Board dazu backeln oder einen Odyssey oder was der Teufel was. Natürlich dann ein bisschen mit Anpassungen, weil der muss das I²C machen. Aber wir haben uns halt auf den Repetier jetzt eingeschossen, weil das halt einfach recht praktisches drum war. Zurück zu unserer Endstufen. Die PA ist geschützt. Die ist so geschützt, dass man die in Dauerlast laufen lassen kann, über Stunden, ohne dass sie überhitzt, wenn man es macht, richtig. Man kann die kurz schließen, man kann die mit und ohne Antenne befunken, das ist völlig wurscht, dem Ding geht nicht kaputt. Das ist das Schöne dran. Dann haben wir beim RX-Zweig, ihr seht hier den Empfangsbereich von 50 kHz bis 55 MHz. Ihr wisst, der Repetier geht ungefähr bis 60, 62 MHz hinauf, hängt von der Taktfrequenz ab, was er hat. Ihr könnt natürlich auch jetzt nicht nur an den Amateurfunkbändern theoretisch senden, wenn man da sieht, zwischen 60 und 6 Meter. Das geht theoretisch natürlich mit Einschränkungen überall. Also man kann da auf 137 kHz oder auf 630 Meter Band funken. Das geht da genauso. Man muss ja die Software dann vielleicht ein bisschen dazu bewegen, je nachdem, wie man es macht. Empfindlichkeit von dem Ganzen liegt ungefähr bei 140 dB. 139, 140 dB. Oder dBm in dem Fall. Das Ganze ist in der Zwischenzeit eine vollsymmetrische Endstufe, was wir eingebaut haben. Hat einige Vorteile gegenüber einem normalen mit einem Transistor. Da habe ich gesagt, 20 Watt Output mindestens. Und was vielleicht ganz interessant ist, die Eingangsleistung liegt ungefähr so bei 6 dBm, also relativ, ich sage mal, wenig eigentlich, weil der Repetier hat eine frühe Ausgangsleistung. Und die Verstärkung von unserer Endstufen liegt ungefähr so bei 37 dB. Ja, also auch noch handsam. So, wie schaut denn das Board jetzt aus? So schaut das neue Board jetzt aus. Wir haben hier unseren I²C-Bus. Wir haben von oben rein, wenn wir reinschauen, den Eingang vom Repetier, dann unsere Stromversorgung. Und so haben wir auch eine Stromversorgung, die rausgeht für unsere restlichen Filterhardware oder sonst was. Und alle diese Stromversorgungen sind alle geschützt. Also gegen Verkehr drum anstecken, Überlast und so weiter, sodass da nichts passieren kann. Weil jeder, der bastelt, der kennt das, es geht schnell was kaputt, man steckt gerne mal verkehrt rum an und so. Das ist uns auch schon passiert und deswegen hat der Edwin da relativ viel investiert in die Sache. Eben, genug abgebrannt. Dann ein Eingang vom Repetier oder unseren HF-Eingang.
Oben, wenn man reinschaut, da sieht man am Ende hinten diese zwei Ringkerne, die letzten beiden. Das sind die Teile, mit denen, wo wir die SWR-Brücken machen. Wir kennen hier praktisch oben, das ganz obere, bis du lesen kennst, wir können hier die vor- und rücklaufende Leistung als Gleichspannung abfassen, um ganz einfach das SWR zu messen. Wir haben aber auch hier die HF-rücklaufende und die HF-vorlaufende extra rausgeführt als HF-Ausgang. Warum? Weil wir die Phasenlage brauchen. In der Gleichspannung habt ihr keine Phasenlage mehr. Unsere nächste Aktion ist dann, dass wir uns einen Tuner bauen. Und der Tuner braucht nochmal vorlaufende, rücklaufende und die Phasenlage, weil der Tuner, wir wollten keinen Tuner bauen, der die Release testet mit Ratterratterzong, sondern wir wollten einen Tuner bauen, der misst, was ist da, berechnet, was er braucht und schaltet die Kapazitäten und Induktivitäten zu. Bitte? Handy in der Hosentasche. Dann machen wir es auf Flugmodus. Passt. Entschuldige. So. Also wir wollten einen Tuner bauen, oder wir bauen einen Tuner, sagen wir so, der eben das messen tut und dann nur das hinsetzen tut und vielleicht eine kleine Korrektur noch machen muss, das werden wir sehen. Auf jeden Fall keinen, der rauf und runter rattert, weil er sich das alle aufgeregt hat. Das ist eine Sache, was noch drankommt. Deswegen auch die HF rücklaufen, vorlaufende machen. Das andere, wir brauchen das natürlich für die Predistortion. Wenn wir Predistortion, brauchen wir auch die Phasenlage. Ja? Deswegen haben wir das auch noch mit drin. Dann haben wir die normalen Antennen-Ein- und Ausgänge natürlich, 1 und 2. Und ihr seht hier die Auskoppelung für die Bandfilter. Die sind also auch extra rausgeführt, damit man da jegliche Art von Bandfilter dazu machen kann oder ihr selber dazu bauen könnt, was auch immer. So schaut das Board jetzt aus. Dann haben wir das Filterboard, ein neues, kreiert. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das macht der Edwin speziell. Aber was wir gemacht haben ist, ihr wisst, es gibt die Software-Leute, die wunderbar mit Software umgehen können. Es gibt die reinen Elektriker oder Elektroniker, die freuen sich über schöne Basteleien. Es gibt die reinen Mechaniker, kennt jeder, aber die Kombination aus allen dreien geht entweder, man macht 3 oder 4 Einzelleute oder es wird immer so sein, dass irgendwas meistens hängen bleibt. Entweder man hat die Maschine nicht dazu oder sowas. Deswegen ist uns eingefallen, es ist ja nicht anders gegangen, wir kreieren eigene Frontplatten und ein eigenes Bedienteil dazu, was relativ einfach ist. So. Es bietet sich natürlich jetzt an, hier ein Frontteil zu machen oder ein Bedienteil zu machen, das mit einer MIDI-Schnittstelle läuft. Warum? Weil das PowerSDR diese Möglichkeit bietet, über die MIDI-Schnittstelle eigentlich jede Bedienpanel oder jeden Bedienpunkt, den Sie auf dem Bildschirm habt, auf einen Knopf oder auf einen Potty zu legen. Über die MIDI-Schnittstelle, frei konfigurierbar. Und das haben wir natürlich ausgenutzt. Also haben wir hier eine Frontplatte gemacht, ja, die ein 7-Zoll-Display jetzt drin hat. Was der Neid jetzt ist ja wurscht, irgendein 7-Zoll-Display. Das Ganze läuft unter Linux oder unter Windows, je nachdem welches Betriebssystem ihr drauf habt. Wir haben einen kleinen, so einen Mini-PC hinten dran. Das ist ein Latte Panda, da kann man auch jeden anderen hin tun. Der läuft mit Windows 10 oder mit Linux. Wie gesagt, man kann diese Frontplatte als Standalone nehmen, weil die ist MIDI-kompatibel. Da könnt ihr einen DJ-Pult draus machen, wenn ihr wollt. Das geht genauso gut. Könntest du es an einen Hermes ranstecken, würde genauso laufen. Oder an einen anderen, könntest du die Frontplatte genauso benutzen, bloß anstecken, das würde schon laufen. Also da siehst du wieder die Tendenz zu der modularen Aufbau, was wir machen. Ja. Es ist nicht unbedingt jetzt genau auf unser Gerät, ja. Man könnte es also durchaus auf andere Geräte damit aufstecken. Da siehst du ein paar Sachen, was wir da neu gemacht haben. Die Frontplatte ist natürlich jetzt bei uns, ja, wir haben jetzt einmal was rausgenommen, aber theoretisch könntest du die Knöpfe, wenn du die Beschriftung nicht so macht, frei wählen. Jeder Knopf, den du im HPSDR drin habt, könntest du da drauflegen. Das Ganze ist eine Kombination aus, ja, ich sage mal, der CNC-Geber, den kennt jeder, das ist einer, der kostet 15 Euro, ist im Internet erreichbar, hat 100 Schritte, reicht für Spielereien von uns wieder aus, kann natürlich jeder irgendeinen anderen Leiter, der 1000 Schritte macht, je nachdem, wie er will. Was wir auch integriert haben hier, ist der Ein- und Ausschaltteil. Der Ein- und Ausschaltteil, wenn man einen PC drin hat, kann man ja nicht einfach den Strom wegnehmen. Sonst macht unser PC Knack und das macht ein paar Mal mit und dann ist er hin. Also haben wir uns was überlegt, wie machen wir das? Nachdem wir schon Arduino drin haben, ist es so, dass eigentlich der Ein- und Ausschaltknopf nichts anderes macht, wie dem Arduino zu sagen, schalt ein oder schalt aus. Und wenn man den ausschalten tut, dann haben wir da 220 Volt Relais drin, dann sagt der Arduino, PC, fahr runter. Und erst wenn der PC runtergefahren ist, und wir können am PC so einen Pin abfangen, wenn der praktisch nicht mehr da ist,
dann schalten wir die 220 Volt weg. Ja, und beim Hochfahren ist es genauso. Es ist halt ein bisschen umständlich, aber es hilft nichts. Sonst müsst ihr es mit der Software runterfahren und warten, bis er unten ist und dann könnt ihr ihn abschalten. Und das passiert halt so, dass man ganz schnell abschalten tut und der PC ist halt dann wieder, ja, tut ihm halt nicht gut. Okay, was haben wir noch Schönes drauf? Ja, wie gesagt, das Ganze ist dann mit einem Arduino Micro gemacht, also die Tastatur selber. Dahinter dort sitzt ein kleiner Arduino, der praktisch die ganzen Tasten abfragt, die ganzen Analogeingänge reinbringt, die normalen Eingänge reinbringt, das Ganze in MIDI umspuckt und man braucht das Ganze nur am USB vom PC Stecker und dann hat man eine komplette MIDI-Schnittstelle dazu. So schaut das Ding jetzt aus. Das könnt ihr euch draußen anschauen. Das ist so der erste Prototyp gewesen. Oder ist der erste Prototyp. Man sieht da die Schichtweisen, wie man es aufbaut. Das Ganze ist dann gleich das Kühlblech. Also wir bauen dann den Repetier mit rein. Das ist dann gleich das Kühlblech mit dem Repetier und das Kühlblech für den PC. Da braucht man keine Lüfter nicht. Das hält da alles aus. Das ist alles kompakt beieinander, hat man da eine komplette Einheit dazu. Das Ganze gibt es, wie gesagt, mit zwei verschiedenen Softwaren in der Zwischenzeit. Einmal mit unserem PowerSDR und einmal mit dem PySDR auf Linux-Basis. So, was bauen wir denn in Zukunft? Oder was haben wir noch in petto, was wir machen wollen in nächster Zukunft? Das ist einmal ein Extension-Board. Das brauchen wir, um die Möglichkeiten vom Repetier für einen zweiten Kanal komplett zu nutzen. Wir müssen ja die ganzen Vorverstärker und Abschwächer, wir müssen auch die zweiten Kanäle reinführen, wir brauchen ein zweites Filterboard dazu, um die ganzen Sachen zu machen, das wird da gemacht. Dann wollen wir eine PA bauen, oder wir sind ja schon ein bisschen weiter mit der PA, eine PA bauen, die, und jetzt sagt einer, ja 200 Watt, das ist eine PA mit 200 Watt, das hat jedes Funkgerät schon bald normal, stimmt schon, ob es jetzt 200 oder 500 wären, das werden wir sehen, aber hier ist ein anderer Gedanke dahinter, nämlich dieses PA-Modul, das sechste Modul, hat 200 Watt. Es ist relativ simpler zum Herstellen, man braucht nicht so viel aufpassen und man kann diese Module, so ist die Idee, einfach zusammenstecken. Also wenn ich ein 500 Watt Modul habe, dann nehme ich halt zwei her, dann habe ich 1000. Das heißt, die kann man einfach zueinander zusammenstecken und da kann die aufstocken, so viel man will. Man kann sich das praktisch jeder, je nachdem, was er lustig ist, an Leistung zusammenbauen oder was der Geldbeutel hergibt. Also ganz billig sind die Transistoren dann auch nicht da. Dann bauen wir, wie gesagt, unseren Automatik-Tuner. Aber hier auch noch Überlegung ist, ob wir den wirklich ins Gerät bauen. Theoretisch wäre er günstiger, wenn man den an der Antenne hätte und das Ganze steuern über Kabel, WLAN, was auch immer uns dazu einfällt. Der Tuner, wie gesagt, sollte aber messen. Wir wollten also keinen Tuner, der rattert. Und was wir auch schon ausprobiert haben, was geht, aber momentan halt noch nicht richtig da ist, ihr seht ja die Erweiterungen, was man machen kann. Das Ganze wird aber nicht über einen Transverter passieren. Ja, das sind keine Transverter-Geschichten. Das heißt, es werden richtige Frequenzen gemacht, gar nicht über einen Transverter gemacht, sondern so, wie wir es jetzt auch haben. Bis 9 cm sind wir aufgekommen, was funktionieren würde. Das wäre also dann sozusagen, vielleicht, weiß ich nicht, ob man es in einen reinbringt oder ob man da einen zweiten macht für die oberen Bereiche. Aber man hat dann doch von 4 Meter bis 9 cm war ein ganz nettes Gerät, das man machen kann. Das sind so die Hauptpunkte, was wir eigentlich jetzt in Zukunft dann, wenn das fertig ist, da draußen machen. So, das nächste ist Eriks Filterboard. Das wird der Edwin jetzt sagen, was wir da genau gemacht haben. Okay, bin ich zu hören? Ja. Ja, ich möchte ein bisschen was zum Thema Bandfilter erzählen. Und zwar ist der Grund, dass es eine ganze Menge kontroverse Diskussionen darüber gibt, ob man denn für ein SDR jetzt einen Bandfilter braucht oder ob man jetzt keinen Bandfilter braucht. Die heile Lehre sagt ja, der AD-Wandler ist so übersteuerungsfest, dass sich das Thema Bandfilter ein für alle Mal erledigt hat. Und wenn man den Repetier hernimmt, dann findet man sich zunächst mal bestätigt. Ich habe hier gemessen mit 2x minus 3 dBm am Eingang, was schon ein ganz erheblicher Pegel ist. Und man sieht, dass man praktisch keine Intermodulation hat. Also so weit, so gut. Hohe Pegel am AD-Wandler sind kein Problem. Übrigens, die Messung habe ich gemacht mit dem modifizierten Repetier. Da ist das analoge Frontend raus und ich bin direkt auf den AD-Wandler draufgegangen. Der nicht modifizierte Repetier ist etwa um 10 dB schlechter.
Das heißt, da sieht das Bild so aus bei 10 dB weniger, beziehungsweise ich habe ein bisschen mehr Störungen, aber ich komme auch auf einen IP3, wenn man den hernehmen will, obwohl das kein guter Vergleich für einen SDR ist, aber wenn man den als Messkriterium hernehmen will, dann kommt man auch auf über 30 dBm und der liegt dann bei über 40 dBm. So, also soweit, so gut. Intermodulation ist kein Thema, denken wir, aber es gibt natürlich noch ein paar andere Probleme, die man beachten muss. Und ich habe einen kleinen Stab im Garten, der ist 21 Meter hoch und da hängt ein Draht dran und an den Draht habe ich meinen Spektrumsanalyzer dran gemacht. Und man sieht, wie die Bandbelegung dann ist, die dabei rauskommt. Der Pegel ist so bei minus 17 dBm maximal. Das heißt, im Bereich so von 0 bis 15 MHz ist das Band doch sehr voll. Und natürlich ist der Red Pitaya ohne jeglichen Vorverstärker und ohne irgendwelche zusätzlichen Maßnahmen oder irgendwelche analogen Frontends, ist er damit nicht überlastet. Das ist allerdings so. Wir haben Tests gemacht, wir haben den Tower zur Verfügung am Fliegerhorst Erding. Da fliegen ja keine Flieger mehr. Der Tower ist 30 Meter hoch und wir haben eine 2x40 Meter Dipole-Antenne da dran. Und wenn man da den Red Pitaya dran macht, den normalen, ohne modifiziertes Frontend, dann ist er in der Tat schon übersteuert. Das heißt, die Pegel sind dann so hoch, dass der Red Pitaya dann sagt, nee, mag ich nicht mehr, ist zu viel. So, das heißt, wir haben die Situation, dass wir doch sehr, sehr hohe Pegel in dem unteren Bereich des Kurzwellenbandes haben. Und jetzt gibt es eine zusätzliche Schwierigkeit, wenn wir SDRs betreiben, die es zu beachten gilt. Und zwar ist die Rauschzahl der AD-Wandler, die ist nicht gerade, die ist berauschend. Die ist nämlich so in der Größenordnung von 30 dB oder höher. Das heißt, das Ding rauscht wie die Hölle und das gilt für alle normalen AD-Wandler, die im Moment auf dem Markt sind. 14-Bit oder 16-Bit spielt da keine allzu große Rolle. Das heißt, das limitiert die Empfindlichkeit von unserem SDR in den Bereich von minus 113 bis minus 118 dBm. Das ist typischerweise das, was wir am Red Pitaya messen. Das kann man aber auch an anderen SDRs sehen, wenn keinerlei Vorverstärker oder sonst irgendwelche Dinge eingeschaltet sind, dann erreichen die ähnliche Größenordnung so bis zu minus 120 dBm in der Regel. So, die Sollempfindlichkeit, über die wir ja über Jahrzehnte schon diskutiert haben, die Empfänger haben soll, die liegt erheblich höher. Idealerweise vielleicht bei minus 127 dBm, bei 500 Hertz oder noch idealer, eigentlich sollten wir eine 10 dB Rauschzahl erreichen, dann wären wir bei minus 137 dBm ungefähr, was die Standardempfindlichkeit von einem Empfänger wäre. Ich habe mal zwei moderne Empfänger aufgeführt oder zwei Transceiver aufgeführt. Einmal ein FTDX 9000. Dem Datenblatt entnehme ich 0,2 Mikrovolt Empfindlichkeit bei 2,4 Kilohertz. Das entspricht minus 121 dBm und einer Rauschzahl von 19 dB. Der Hilberlink gibt an 0,1 Mikrovolt bei 500 Hertz. Das sind minus 127 dBm und einer Rauschzahl von 20 dB. Ich denke aber, und es gibt eine Menge Eigenbauprojekte, Leute, die sich damit beschäftigen, Hochleistungsempfänger zu bauen, die sind in der Regel in der Größenordnung von 10 dB. So, und wenn ich also diese Werte erreichen will mit einem SDR, dann geht kein Weg dran vorbei, ich brauche einen Vorverstärker. Und aus diesem Grunde haben die praktisch alle SDR-Transceiver, die auf dem Markt sind, die haben recht leistungsfähige Vorverstärker drin, in der Größenordnung von 30 dB normalerweise. Bei unserem Charlie haben wir zwei Vorverstärker drin mit 17 dB plus minus 1, die man einschalten kann. Man kann also insgesamt so um die 34 dB an Vorverstärkung einschalten. So, das ist eine wunderbare Sache, hat aber natürlich den großen Haken, dass wenn ich das mache und die Vorverstärker im SDR sind breitbandig, dann verstärke ich natürlich die minus 17 dBm an meiner Antenne mit und dann habe ich ein Chaos erreicht. Weil ich nämlich dann entweder die analogen Komponenten übersteuere oder den Red Pitaya übersteuere oder alles beides gleichzeitig übersteuere. Das heißt, die Methode funktioniert nicht. Und aus diesem Grunde haben wir, grundsätzlich ist es so, der SDR funktioniert natürlich wunderbar ohne Vorverstärker so bis
zum 20-Meter-Band größenordnungsmäßig. Da ist Empfindlichkeit kein Problem, weil die Antenne sowieso in der Regel mehr rauscht als der Analog-Digital-Wandler. Nur wenn ich dann zu den höheren Bändern gehe und speziell auf 10 Meter oder auf 6 Meter mich befinde, dann möchte ich gerne eine bessere Empfindlichkeit haben und dann geht an dem Vorverstärker kein Weg dran vorbei. Wenn ich dann also den Vorverstärker einschalte, muss ich dafür sorgen, dass ich nicht die Signale verstärke, die ich gar nicht verstärken möchte. Oder das Problem, was ich auch habe, wenn ich zum Beispiel im Contestbetrieb bin und nahe Amateurfunkstationen habe, die auf parallelen Bändern arbeiten, dann kann ich nicht einen Vorverstärker einschalten, der das Signal von meinem Nachbarkollegen mitverstärkt. Die Vorverstärker sind in der Größenordnung von 3 dB. Also die stellen an der Stelle überhaupt keine Limitation dar. Man könnte auch Vorverstärker reinbauen, die noch weniger rauschen. Nur das Problem ist, ein Vorverstärker ist ein Kompromiss von der Aussteuerungsfähigkeit her. Und ich musste welche finden, die einen möglichst hohen Output-Intercept-Point haben. Die da drinnen sind, die erreichen über 40 dB, 43 dB oder so. Und die sind damit ein Kompromiss zwischen der Rauschzahl von dem Verstärker und der Ausgangsleistung, die er schafft. Die Verstärker, die wir da verbaut haben, die schaffen über 100 Milliwatt an Ausgangsleistung. Man kann also den Red Pitaya wunderbar damit zustopfen. Der Vorverstärker ist nicht so leicht zu übersteuern. So, also ich habe im Contestbetrieb auch das Problem oder auch an anderen Stellen, dass ich Kollegen habe, die auf parallelen Bändern arbeiten und dann muss ich auch die ausfiltern. Und aus diesem Grunde geht meiner Ansicht nach auch bei einem SDR an dem Thema Filter kein Weg vorbei. Deswegen haben wir uns entschlossen, ein neues Filter zu bauen. Erwin hat ja eben gezeigt, dass wir in dem ursprünglichen Transceiver, den wir auf der Ham Radio letztes Jahr hatten, schon einen Bandfiltersatz drin hatten. Der war basierend auf 4 normalen Schwingkreisen, die über einen Kopf gekoppelt waren. Und was sich gezeigt hat, ist, die funktionieren einigermaßen gut, sind aber sehr, sehr aufwendig abzugleichen. Das heißt, wir können nie davon träumen, die irgendwie in Serie fertigen zu wollen oder irgendwie einen Bausatz draus zu machen oder sonst irgendwas, weil einfach der Aufwand für den Abgleich, der war zu hoch. Und deswegen haben wir eine neue Topologie getestet, die jetzt so aussieht und auch gute technische Daten ermöglicht, aber mit wesentlich weniger Abgleichaufwand auskommt. Die Simulationen, die ich gemacht habe, die zeigen, dass man mit 1% Cs in den Filtern die Filter ohne Abgleich bauen kann. Ob das praktisch so funktioniert, werde ich sehen. Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Ihr könnt nachher schauen, wir haben ja den Transceiver da. Ich habe es nicht mehr geschafft, das Filter komplett zu bestücken. Ich bin also noch nicht ganz fertig geworden, die alle durchzumessen. Aber das sollte funktionieren, ja. Das ist eine Pi-Filterstruktur. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die mathematisch zu beschreiben. Ich habe die mit ELSI simuliert und habe einen Filter aufgebaut, was ich optimiert habe und habe dann praktisch die Werte genommen und umgerechnet auf die anderen Filter. Also ich suche noch jemanden, der ein schlauer Mathematiker ist und mir das Ding mathematisch beschreiben kann mit irgendeiner schönen Formel. Ist mir leider bisher noch nicht gelungen, das zu finden. Komm ich gleich zu. Also, das Ding hat wunderbare technische Daten und wir denken, dass man die in Serie fertigen kann, ohne dass man da einen Abgleich machen muss. Groß. Einen feinen Abgleich kann man ja an den Spulen machen, indem man da die Windung zusammenschiebt. Einer der guten Dinge hier sind die Daten von einem Prototypen, den ich aufgebaut habe. Einer der guten Dinge ist, die Weitabselektion ist fantastisch. Wenn ihr schaut, was in den typischen kommerziellen Amateurfunktransceivern für Bandfilter drin sind, dann kommt einem normalerweise das Grausen. Das Bandfiltert zwar auf der Frequenz, wo es Bandfiltern soll, nur sobald ich mich ein paar Megahertz davon nach oben bewege, dann ist normalerweise die Weitabselektion miserabel. Und was ich versucht habe hier zu erreichen, ist auch eine gute Weitabselektion. Der Endpunkt hier am Ende ist 100 Megahertz. Also das Ding fängt erst an, so bei 80 Megahertz oder so, ein bisschen mal eine geringere Weitabselektion zu haben. Wir erreichen also hier so 1,3 dB Dämpfung und eine Weitabselektion von 80 dB. Und ich denke, das ist ein ganz vernünftiger und ein ganz guter Wert. Ein Kompromiss stellt natürlich die Großsignalfestigkeit dar.
Das Problem in so einem Bandfilter ist, dass ich natürlich einen limitierten Platz nur habe und insofern nicht unendlich große Kerne nehmen kann. Ich habe also T50 Eisenpulverkerne verwendet und die haben üblicherweise ein IP3 in der Größenordnung von 38 dB. Für diejenigen, die das gerne ein bisschen weiter treiben möchten, die können gerne größere Kerne nehmen. Also wenn man Bandfilter mit sowas aufbaut, dann hat man mit dem IP3 keinerlei Probleme. Nur sind in dem Filter 44 Kerne drin. Und ich denke, wenn man mit 44 solcher Kerne das Bandfilter bauen, dann ist es zwar IP3 fest, aber nicht mehr portabel. Okay, also insofern haben wir da einen Kompromiss. Aber ich denke, das ist ein ganz guter Kompromiss, der im Moment dem Stand entspricht. Wer das ein bisschen besser machen möchte, der kann natürlich T68 gerne nehmen. Aber dann muss man eine neue Leiterplatte machen, weil das geht wirklich sehr, sehr eng auf der Leiterplatte zu. Hier ist noch das Bild von dem alten Bandfilter. Das liegt daran, weil ich einfach noch nicht fertig war, als wir den Vortrag gemacht haben. Da konnte ich noch kein Foto machen. Die technischen Daten habe ich gerade gesagt, 160 bis 6 Meter, also 11 Filter inklusive 60 Meter und da ist auch ein Bypass drin. Die Software, die weiß, auf welchem Band wir uns gerade befinden und wenn man übers Band dreht und sich in einem Rundfunkband bewegt, dann schaltet er die Filter ab und schaltet dann Bypass rein, sodass man damit noch Radio hören kann, wenn man will. Das geht noch wunderbar. Was ich auch gemacht habe, ist einen Ausgang und eine Umschaltmöglichkeiten für einen Sender, für Sendemöglichkeit vorzusehen. Der Hintergrund ist einfach der Red Pitaya liefert bei 6 Meter keine besonders sauberen Signale. Wer sich von euch damit beschäftigt hat, der wird herausgefunden haben, dass da eine ganze Menge Nebenwellen bei 6 Meter rauskommen. Und der Plan ist, in Zukunft den Red Pitaya einfach, bevor er in den Sendeteil geht, durch das Empfängerbandfilter mit durchzuschleifen, damit wir sicher sein können, dass wir ein wirklich sauberes Signal zum Sender hinschicken. Und damit ist dann auch die Thematik mit den 6 Metern erledigt. Ja? Wo ist denn jetzt die relative Bandbreite? Ich weiß es jetzt gar nicht. Hier kann man sehen, dass die ungefähr... Die relative Bandbreite war gefragt von dem Filter. Ich habe sie jetzt hier nicht angegeben. Die ist in der Regel so um ein Megahertz oder so oder ein bisschen weniger. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht. Megahertz bei 20 Meter, oder? Ja, genau. Bitte? Nee, die überlappen sich nicht. Nein. Die Bandfilter überlappen sich nicht, weil ich will die wirklich nur für die Amateurfunkbänder auslegen. Und das ist auch der Grund, warum ich den Bypass da reingebaut habe, dass wenn man dazwischen Radio hören will, dass man das trotzdem machen kann. Weil die Idee ist ja die, dass wenn ich auf dem 20-Meter-Band jetzt empfange und habe einen Nachbarkollegen, der auf dem 30-Meter-Band oder auf dem 40-Meter-Band sendet, dann möchte ich ja möglichst wenig Störung haben. Und deswegen habe ich die Filter so schmal ausgelegt. Ja, ja. Die schalte ich mit Relais um, ja. Ich hatte erst überlegt, Pindioden reinzutun, aber ich hatte Bedenken, dass wenn ich Pindioden reintue, dass ich mir wieder Intermodulationsprobleme einhandle und deswegen habe ich die Nachteile von den Relais, Baugröße und beschränkte Lebensdauer und blablabla, halt mit in Kauf genommen. Okay, also wie gesagt, ich habe den Red Pitaya, den schleifen wir mit da durch. Und die Baugruppe ist übrigens universell verwendbar. Das ist einfach ein Modul, was I²C gesteuert ist, 12 Volt braucht und das kann man in jeden beliebigen anderen Empfänger mit einschleifen, wenn man will. Man muss sich nur überlegen, wie man eine Softwaresteuerung macht. Wir haben auch ein kleines Arduino-Programm dafür zur Verfügung, wer das brauchen kann. Ich habe eins zum Testen, was ich hernehme. Man kann also problemlos mit dem Arduino das Board schalten. Okay, dann gehen wir weiter zu dem Thema Software. Und ich gebe wieder an den Erwin, der heute der Markus ist.
So, bin wieder auf Sendung. Funktioniert? Einigermaßen. Red ein bisschen lauter, dann geht es schon. Okay, ja, normalerweise Markus, der Software-Markus, also wir haben ja zwei Markus, M und M's, das ist der Jüngere, der kommt gleich dran, der darf halt auch was sagen. Machen wir die Power-SDR-Software. Wie ihr wisst, wir haben ja unsere eigene oder modifizierte Power-SDR-Software. Der Grund ist ganz einfach, weil wir halt einfach andere Sachen steuern müssen, als wie mit der Standard drin ist. Das heißt, wir haben immer die Standard-Software. Wir werden auch eins tun, momentan ist unsere Power-Software auf der 3.4, der Original. Wenn ein neues Release vom Original rauskommt, wird das immer bei uns, je nachdem, wie die eigentliche Auslastung unserer Software-Leute ist, wir versuchen immer möglichst up-to-date sein. Das heißt, wenn Sie unsere Software nimmt, ist im Normalfall immer der letzte Stand, der echte Release-Stand von der Originalsoftware drin. Das heißt, wir matchen die beiden immer. Ja. Also es ist nicht so, dass da irgendwie, meistens sind keine Unterschiede drin. Und bei uns ist es halt so, ihr seht es auch da, dass wir da was eingefügt haben, hier oben. Nämlich da kommt automatisch oben die aktuelle Software und da ist auch genau dort, wo man die runterladen kann. Und wenn es ein Update gibt, zeigt er euch das auch automatisch an. Momentan haben wir das ganze Setup-Paket für den 32- und für den 64-Bit-Version draufstehen. Das Ganze kann runtergeladen werden von der Homepage vom RapidTire. Wir werden das aber in Zukunft auf unserer eigenen Homepage runterladen können. Die haben uns das ja zur Verfügung gestellt, dass wir uns da hinlinken können. Und wir werden das aber dann auf unsere Homepage demnächst verlinken, sodass, wenn da oben aufklickt Update, dann klickt es drauf und dann könnt ihr euch die neue direkt runterholen. Das zeigt euch also alles automatisch an. Was auch ganz wichtig ist, ist, wir haben einen eigenen für unsere Power-Software, haben wir eine eigene Struktur dahinter liegen. Das heißt, wenn Sie die installieren, kommt der Zweig, was für uns wichtig ist, in ein eigenes Directory rein. Der Hintergrund ist der, dass man teilweise habt ihr Original drin, teilweise habt ihr unsere drauf, damit sie die nicht beißen, gibt es da von uns eine eigene Struktur dahinter. Deswegen haben wir eine eigene Dateistruktur dahinter abgelegt, damit da nichts passiert, wenn ihr beide Softwareversionen drauf habt. Ja. Also ihr könnt zurück beide drum haben, ihr müsst nicht irgendwie da aufpassen. Das heißt, wenn Sie unsere drauf installiert, wird automatisch Eigenstruktur dahinterlegt. Gut, wie gesagt, einen eigenen Download-Server werden wir in Zukunft bei uns machen. Ich finde, was ganz interessant ist, wir müssen nicht alles durchgehen, aber was ganz interessant ist, wer unsere Software mal draufgespielt hat, der wird gesehen haben, dass er eigentlich im Hintergrund, normalerweise bei RapidTire musste er erst in den Browser reingehen, musste ihn aufrufen, musste es SDR-Software von Pavel starten und dann erst kannst du das Power-SDR eigentlich loslegen. Bei uns ist es so, das brauchst du nicht machen. Du brauchst nur unsere Software aufrufen, ganz normal die Power-SDR-Software und im Hintergrund startet der das ganze Prozedur. Das heißt, du brauchst da nichts mehr extra machen. Der macht das von ganz allein. Ja. Was auch schön ist, wenn mehrere RapidTire in einem Netzwerk verbunden sind, dann wird bei unserer Software, wenn sie die hochfahrt, scannt er das ganze Netzwerk durch, in dem Bereich, wo er halt durchschauen darf und zeigt euch an, welche RapidTire aktiv sind im Netzwerk und dann könnt ihr einen auswählen. Ja. Dann wählt ihr den aus und mit dem könnt ihr euch dann mit der Software verbinden. Was wir auch drin haben jetzt, ich habe es jetzt gesagt, in der Hardware, wir haben eine Messbrücke drin, das heißt, wir können auch die vor- und rücklaufende Antennen messen und somit können wir das SWR messen und das wird auch angezeigt bei uns in der Software, das könnt ihr einstellen oben, dann könnt ihr direkt SWR schon sehen, wenn ihr wollt. Ja. Außerdem unterstützen wir natürlich noch in unserer Software die Charlie-Hardware, die Hemlab-Hardware, die Stemlab-Hardware, was auch immer da von RapidTire rausgekommen ist. Durch das, dass wir natürlich auf dem RapidTire arbeiten, ist die Software natürlich auch für alle Versionen von denen gültig. Ja. Genau, aber ansonsten, gut, die zwei Geräteklassen, ja, ist nicht ganz so interessant. Was mehr interessant ist, ist das Thema Diversity. Das ist ein Hobby von mir und von Markus, haben wir uns relativ lange befasst mit dem Diversity-Funktionen. Diversity ist ja das, die Funktion, die praktisch die Störsignale, die man nicht haben will, eigentlich unterdrückt oder versucht auszublenden. Nehmen Sie mal versucht auszublenden. Das ist eine Thematik, die ist ganz interessant. Im Prinzip hätte man eigentlich seine normale Sende- und Empfangsantenne, die ja Störer und das Nutzsignal hat. Und die Idee ist eigentlich dahinter, dass man irgendwo eine kleinere Antenne hat, die möglichst nur den Störer empfängt. Ja, und dann führt man die ganzen zusammen. Analog würde man das Ganze jetzt praktisch phasenverdreht einkoppeln, damit sie auslöschen. Hier wird es halt rechnerisch gemacht. Zieht man das eine vom anderen ab. Es
funktioniert einigermaßen. Je besser das die Selektion ist zwischen dem Störer zum Nutzsignal, kriegt man mehr Signalfolge oder nicht. Aber was mich immer ein bisschen aufgeregt hat an dem Ganzen, war eigentlich, man muss das Ding nehmen und man muss rumdrehen, rundum und schauen, wo ist in der Amplitude und in Phasenlage, wie funktioniert das. Und da hat der Markus eigentlich eine gute Idee gehabt, das könnte man eigentlich vollautomatisch machen. Und das haben wir jetzt eingeführt bei uns. Passiert Folgendes, ich habe da oben einen Autoknopf, da drückt es drauf und dann fährt er erst einmal die Phase ab, einmal die 180 Grad, die anderen 180 Grad und dann sucht er sich noch die beste Amplitude und stellt das alles automatisch ein. Das Ganze funktioniert relativ gut. Man kann dann selber noch ein bisschen feintunen, wenn man will. Man kann es aber auch, wenn man die Shift-Taste drückt und dann automatisch drückt, dann macht er zuerst die Amplitude, die beste, was er findet, und dann erst die Phasenlage. Das kann auch ganz günstig sein. Also je nachdem, das ist immer nur ein Spielchen. Ja. Also hundertprozentige, vollautomatische Lösung gibt es nicht. Und wie das ausschaut, ich habe so mal ein kleines Video gemacht, ich hoffe, es ist nicht zu stark schlecht. Und zwar, wenn ich jetzt drauf drücke, sollte eigentlich laufen oder nicht? Hallo? Ja, es ist die Technik. Ja. Warum kommt da nichts? Ah, das ist der Viewer. Das liegt jetzt am Windows. Ich schaffe das, dass die eine Antenne nur. Ja, das. Ja, ja. Deswegen habe ich das jetzt auch vorsichtig ausgedrückt. Das funktioniert einigermaßen. Man kann es auch mit zwei kompletten Antennen probieren. Also, man hat einen Effekt. Ja. Sei es der Effekt. Also, normalerweise würde da jetzt das Video ablaufen, aber da ist bloß der Viewer drauf. Also, der läuft jetzt praktisch hier einmal oben rüber, läuft einmal unten rüber und sucht sich einmal die komplette beste Amplitude und das hat er halt dann eingestellt. Das machen wir praktisch per Hand, das macht er per Software. Ja. Wer schon mal rumgespielt hat, der wird feststellen, geht mal nicht so gut, manchmal geht es super gut. Ja, das ist wirklich ein Spielchen. So richtig sind wir alle nicht glücklich damit, aber das mit dem Handsuchen, das hat mich total aufgeregt und deswegen haben wir da eben diese Automatikfunktion reingemacht, dass der das halt einmal automatisch macht. Wie gesagt, nachher die Werte kannst du dann immer noch ein bisschen feintunen mit der Hand. Das funktioniert relativ gut schon. Aber nochmal zur Frage zurückzukommen, es ist richtig, die Störaustastung ist natürlich eine so halbscharige Sache. Wenn man es mit dem Oszillator macht, dass ich ein Signal einspeisen tue und das saubere Signal habe, das kriege ich wunderbar weg. Mit der Automatikfunktion, wenn Sie da eine Antenne, jetzt einen Störer drauf mit einem Frequenzgenerator, schaut euch den Peak an, den kennt ihr wunderbar, wupp, weg ist der. Das funktioniert super. Rallye-Leben ist halt ein bisschen komplexer und das ist halt dann auch so. Ich meine, das Nutzsignal wird unter Umständen auch ein bisschen nach unten gezogen, aber das Nutzsignal zum Rauschen, das Verhältnis kann besser werden zum Beispiel. Ja. Manchmal schafft man es ja wirklich, dass die Störer wirklich fast komplett weg sind. Aber es ist keine hundertprozentige Lösung, das muss man auch sagen. Ja. Es ist aber eine schöne Sache, ich meine, schließlich bastelt man ja am Vorsteher, das ist ja das Schöne daran. Ja. Muss nicht alles automatisch funktionieren. Aber das ist ein Thema, da kann man sich wirklich befassen damit und da kann man auch viele Sachen noch dazu basteln und machen. Wir sind dran, dass wir das noch ein bisschen verbessern. Aber das Thematik ist dann für sich schon, und vor allen Dingen, es ist eine Thematik, sage ich mal, die wo jeden betreffen kann. Ja, gerade wenn man relativ viel Störer hat. Da muss man sich eh was überlegen, was man macht. Ja. Und das ist schon ein Ansatz, wo man durchaus Erfolge zielen kann. Wer diese mechanischen kennt da, die rein, und mit die, wo man selber machen kann und drehen kann, die Einstellerei von diesen Biestern ist auch nicht einfach. Das funktioniert relativ gut, wenn man es hinbringt. Aber wer die mal so gedreht hat und einmal probiert hat, das ist relativ schwierig, da auch das Ganze zu machen. Ich habe mich da relativ lange befasst mit dieser Störaustastung. Ich habe das auch mechanisch aufgebaut, also elektrisch aufgebaut, rein analog. Ich muss sagen, es geht, wenn man es kann, analog fast besser wie elektrisch, wie mit der Software. Ganz ohne Schmarrn. Ich bringe es zusammen mit meinem Drehen, allerdings ist es ein riesiges Gefummel auch, mit derselben Software, mit derselben Hardware, was man draußen hat, an die Antennen, dass man eigentlich fast ein ganzes Band im 80-Meter-Band komplett runtersetzen kann. Wir haben in Clubheim relativ große Störungen drin mit von der Heizung her. Das sind teilweise S9, S9 plus 10, was wir an Störungen haben, auf dem 80-Meter-Band, 160-Meter-Band. Und da kriegst du natürlich super Ergebnisse im Besonderen drum, auch mit dem übrigens. Wenn du da auf der Frequenz gehst, hast du S9 plus 10, schaltest das Ding an und plötzlich hörst du Stationen, die halt dann mit S7, S8 oder so oder S5 kommen und die hörst du. Das ist natürlich dann schon ein Erfolg, gell? Da schaust du natürlich dann schon. Und das geht wirklich, also das kann man echt machen. Wie gesagt, das geht sowohl mit dem, wie auch wenn du das rein analog machst.
aber es hängt von vielen Faktoren ab. Es ist nicht so, dass man einfach bloß Antenne ansteckt, da Antenne ansteckt, schaltet ein, das funktioniert. Es ist schon ein bisschen jugendforscht, was man machen muss. Aber es ist, die Tendenz ist gut, funktioniert. Und ich kann viel reden, wenn wir viel Zeit haben. So. Jetzt haben wir Linux. So, hört man mich? Noch nicht? So, okay, werde ich. So, hört man mich jetzt einigermaßen? Geht. Gut, ja, Charlie 25 Ghost Linux steht da. Das stand schon irgendwie länger im Raum, macht man was mit Linux? Könnte es verschiedene Gründe geben. Man sagt, man macht es aus ideologischen Gründen, man will nicht 30 Euro für eine Windows-Lizenz bezahlen, einen Jahr von den dauernden Windows-Updates. Und so weiter. Ich sehe noch einen ganz anderen Grund, der einfach in der verfügbaren Software liegt. Wir verwenden für einen der Charlies, der draußen steht, der ist nicht der ursprüngliche Plan war, was wir demonstrieren, aber wo wir es jetzt auf die Schnelle innerhalb von einer Woche hingekriegt haben, ist Software PyHPSDR. Was mir an PyHPSDR besonders gefällt, ist, dass es ziemlich einfach gehalten ist von ersten Eindruck her. Viele, die mit PowerSDR gearbeitet haben, werden irgendwie festgestellt haben, man startet dieses Programm erstmal und es ist irgendwie überfrachtet mit Buttons und man weiß fast gar nicht, wo man anfangen soll. Das erledigt sich bei PyHPSDR in gewissem Maßen, weil Bildschirm einfach simpler gehalten ist. Es orientiert sich etwas eher an einem klassischen Transceiver, dementsprechend auch etwas mehr irgendwie über Submenüs und so. Diese Menüs sind auch wieder einfacher gehalten als ein PowerSDR. Das ist für so ein Gerät, wo man dann auf einem kleinen Bildschirm arbeitet, irgendwie 5 oder 7 Zoll Touchscreen, nicht unwichtig. Nachdem wir festgestellt haben, mit unserem ersten komplett Standalone Transceiver Windows und PowerSDR, man hat extrem kleine Knöpfe. Der Plan war, dass es über Touchscreen bedient. Zum Großteil im Endeffekt hat man eigentlich immer eine Maus angeschlossen, weil die Knöpfe einfach zu klein, zu fummelig waren. PowerSDR nicht ursprünglich darauf ausgelegt war, mit Touchscreen bedient zu werden. Das ist bei PyHPSDR anders. Das wurde eben von Anfang an für solche Zwecke gedacht, also in Geräte einbauen mit kleinen Bildschirmen. Die Software versucht an sich, sich auf Bildschirmauflösung von 800x480 Pixel zu beschränken. Man muss ein bisschen nachhelfen, läuft auch auf etwas größeren Bildschirmen, wie wir jetzt eingebaut haben. Und ist dann mit Touchscreen auch tatsächlich ziemlich komfortabel bedienbar. Komfortabel genug, dass Apache Labs, also die Anan-Leute, auch tatsächlich ein abgesetztes Bedienteil, ein kleines, kompaktes, rausgebracht haben, auf dem auch PyHPSDR läuft. Also wir sind nicht die Ersten, die auf die Idee kommen. Und das, nachdem wir es zwar noch nicht lange den ersten fertigen Charlie mit PyHPSDR am Laufen haben, sind wir damit auch ziemlich zufrieden. Was anderes ist natürlich, dadurch, dass es dafür gedacht war, dass man es in ein Gerät einbaut, war die Unterstützung für Hardware-Knöpfe, also Softkeys unten oder ein VFO-Encoder oder sowas, war von Anfang an eingeplant. Das kam bei PowerSDR irgendwann mal dazu, nachdem man festgestellt hat, diese DJ-Pulte mit MIDI-Schnittstelle sind ganz praktisch. Bei PyHPSDR war es von Anfang an eingeplant, dementsprechend ist die Bedienung auch darauf ausgelegt. Man sieht es auf dem Screenshot da, ja, jetzt nicht ganz so gut. Es ist unten eine Reihe an Softkeys, die tatsächlich dafür ausgelegt sind, mit Knöpfen bedient zu werden, nachdem auch ich als Software-Bastler nun mal irgendwie Knöpfe lieber mag als ein kleiner, fummeliger Touchscreen, der es immer noch ist, auch wenn er bedienbarer ist als ein PowerSDR. Das heißt, wir können dann nutzen, dass schon viel auf diese Bedienung mit eben auch Knöpfen ausgelegt war, was so für die Bedienbarkeit von so einem Gerät nachher auch keinen Abbruch tut. Ja, dann, was haben wir mit PyHPSDR gemacht? Eine ähnliche Ärgerlichkeit wie auch unter Windows war immer die Sache mit Software über den Browser starten. Das ist auf so einem Gerät noch eher der Fall, weil PowerSDR setzt man häufig irgendwie auch am Desktop ein, da hat man zumindest noch einen Browser da, kann einigermaßen was machen. Wenn man PyHPSDR, wie der Name schon sagt, eigentlich auf dem Raspberry Pi einsetzt, wo es ursprünglich geplant war, allein da einen Browser zu öffnen, ist schon lästig. Man hat einen kleinen Bildschirm, idealerweise will man natürlich keine Maus angeschlossen haben.
Das heißt, wir hatten dasselbe Ärgernis wie unter Windows, die Sache irgendwie immer starten. Habe irgendwann gesagt, das nervt mich. Also wurde irgendwas eingebaut, dass sich jetzt auch die Software direkt vom PyHP-SDR aus starten lässt, man keinen Browser mehr braucht. Und dabei habe ich auch darauf geachtet, dass verschiedene Versionen von Pavels HPSDR-Software verwendet werden. Also wer gerne den HPSDR-reinen Empfänger verwendet, kann das Feature auch dafür machen. Das ist inzwischen in der offiziellen Version von PyHP-SDR drin. Man muss es noch selber kompilieren. Und es sind noch einige Bugfixes, die eigentlich ausstehen, die aber der Hauptentwickler von PyHP-SDR noch nicht übernommen hat. Aber prinzipiell funktioniert das schon. Dann die nächste Sache ist, unsere Hardware zu steuern. Wir haben ja einen eigenen Abschwächer eingebaut mit 4 Stufen. Wir haben 2 Vorverstärker drin. Das entspricht nicht ganz dem HPSDR-Protokoll und auch nicht ganz dem, was für PyHP-SDR ursprünglich gedacht wurde. PyHP-SDR hat unten in der so eine schöne Anzeige und auch Steuermöglichkeit, um Abschwächer einzustellen. Der war für einen Step-Attenuator 0 bis 31 dB gedacht. Der ist auf einigen HPSDR-Boards vorhanden, bei uns nicht. Also haben wir da entsprechend die Steuerung für unsere Abschwächer und Vorverstärker reingebaut, dafür aus irgendwelchen verschachtelten Menüs verschwinden lassen. Das heißt, da kann man jetzt auch unsere Hardware etwas komfortabler steuern. Dann, nachdem wir jetzt unsere Frontplatte bauen mit einem MIDI-Controller, wird jetzt auch bald anstehen, noch habe ich es nicht, auch aufgrund von fehlender Hardware, um es zu testen, dass man die Knöpfe auch per MIDI-Controller ansteuern kann. Bei dem Gerät, was draußen steht, sind die Knöpfe schon steuerbar, noch nicht über MIDI, die sind nochmal irgendwie eigens angebunden, aber es ging ziemlich straightforward, von daher habe ich die Hoffnung, dass auch die MIDI-Controller ziemlich schnell gehen. Das heißt, wer dann nachher entweder unser Ding nachbauen will mit so einem Frontpanel oder ein Raspberry Pi mit DJ-Pult betreiben will bei sich zu Hause, kann das dann auch tatsächlich nutzen und muss nicht auf GPIOs vom Raspi gehen, die, wenn man so einen Bildschirm noch anschließt, dann doch ziemlich schnell voll werden. Ja, und was unser Frontpanel auch hat und auch einige dieser DJ-Pults ist nicht nur Kommunikation vom Bedienteil zur Software, sondern auch andersrum. Wir haben ja LEDs in die Knöpfe eingebaut. Das heißt, auch da muss noch was gemacht werden, dass diese LEDs auch andersrum angesteuert werden. Das wird etwas mehr Aufwand werden, nachdem es in der PyHP-SDR-Software nicht vorgesehen war, dass man auch LEDs und so weiter steuert. Das Feature steht noch aus, muss ich mir tatsächlich noch überlegen, wie es geht. Ich hatte für den Anfang eine blöde Idee, nachdem wir unten eine Reihe an neuen Knöpfen hatten, bietet sich doch irgendwie an, so ein S-Meter einfach auf die LEDs von Knöpfen zu machen. Das war jetzt so eine komische Spielerei. Dazugekommen ist halt eben noch nichts, aber man kann sich natürlich auch etwas sinnvollere Belegungen für die LEDs überlegen und da wird auch definitiv was passieren, dass man die vernünftig nutzen kann und das eben auch unter PyHP-SDR, also auf dem Linux-System und nicht nur unter PowerSDR. Ja, dann nächste Folie gebe ich, glaube ich, wieder ab oder sind wir schon durch? Ja, wir sind grob schon durch. Da ist jetzt erstmal eine Frage. Was du da jetzt gerade gezeigt hast, 2 Fragen. Ja. Habt ihr mal gedacht, dass es das für das Smartphone, das OpenHPSDR gibt? Yeah. Und das ist die erste Frage. Und die zweite Frage geht, wenn du in Richtung Linux denkst, habt ihr euch mit dem Thema Disk beschäftigt? Ja, also. Insbesondere weil dort eben die Widgets für Hermes und andere weitere Protokolle leicht mit ein paar Computerzahlen zu ergänzen sind, kann man eben gerade die Funkverstärker-Steuerung damit sehr gut hinbekommen. Out of the box ist mit dem normalen Disk der Funkverstärker vollständig zu steuern in seiner Verstärkung. Da muss man nichts in allen Zeilen Code dafür zusätzlich hineinbringen. Schon ist der feuerbar. Dieser DC2PD. Ja, also erste Frage war eine App für Smartphone, für unser Gerät. Wir haben anfangs mit dieser App rumgebastelt. Irgendwie nutzt es keiner von uns, von uns aus dem Smartphone. Die Entwicklung dieser App ist auch irgendwie eingeschlafen. Also
Es ist eine gute Idee, dass wir in die Software entsprechend was einbauen, aber es hat bei uns irgendwie nicht wahnsinnig hoch auf die Prioritätsliste geschafft, nachdem es tatsächlich niemand nutzt. Die zweite Frage war, die andere Linux-Software, bekannte, die das HPSDR-Protokoll unterstützt, ist Qwisk. Was wir damit gemacht haben, ja, ich habe mir Qwisk angeschaut, da auch eine ganze Zeit lang mitgearbeitet, war auch für eine ganze Zeit lang mein quasi erster Kandidat, die erste Wahl, die ich verwendet hätte unter Linux. Das Ganze hatte nur zwei Probleme. Das eine war, ich wollte irgendwie den Entwicklungsaufwand in Grenzen halten, was die Linux-Software angeht, für unser erstes Standalone-Gerät. Die Idee war ein Raspberry Pi und ein 5-Zoll-Bildschirm. Qwisk hat einen Modus, um etwas kompakter zu sein für kleinere Displays. Das funktioniert zu gewissem Maß. Beim 5-Zoll-Display funktionierte es nicht mehr. Also da hätte man tatsächlich mehr Aufwand reinstecken müssen, die Knöpfe umzuordnen. Also der eingebaute Modus für kleine Bildschirme hat für unser 5-Zoll-Display, was wir hatten, definitiv nicht mehr funktioniert. Zumindest nicht mehr in irgendeiner sinnvollen Art und Weise. Von daher wäre das Ergebnis irgendwie gewesen, man würde Qwisk entwickeln für einen quasi Desktop-Einsatz oder größere Bildschirme und für kleinere Bildschirme dann PyHPSDR entwickeln. Ich wollte irgendwie vermeiden, an zwei Softwaren allzu viel Arbeit reinzustecken. Ja, das bist du. Ja. Von daher haben wir nicht mehr viel gemacht. Ich habe ein angepasste Widget-File veröffentlicht, damit man im Interface von Qwisk unsere Abschwächer und Vorverstärker steuern kann. Also die Möglichkeit besteht, aber eben aus dem Grund, dass ich bei Qwisk irgendwie an meine Grenzen kam, bei kleinen Bildschirmen. Und ich es manchmal zum Entwickeln, Erweitern, auch wenn es an sich einfach geht, irgendwie fummelig fand, verglichen mit PyHPSDR, ist in der Hinsicht nicht viel passiert. Ich werde die Software allerdings nicht vergessen, also wenn irgendwann mal neue Features kommen in unsere Hardware rein, dann werde ich mich auch darum kümmern, die bei Qwisk zu machen, auch wenn die Möglichkeiten noch in anderer Hinsicht begrenzt sind. PyHPSDR verwendet die WDSP-Bibliothek zur Signalverarbeitung. Das ist dieselbe Bibliothek, die auch PowerSDR verwendet. Das heißt, viele Features von PowerSDR, zum Beispiel Diversity oder Pure Signal, also Pre-Distortion, sind entweder schon in PyHPSDR im Fall von Pre-Distortion oder fehlt quasi nur noch die Oberfläche dazu, das zu machen. Wenn ich das Ganze in Qwisk einbauen würde, würde das voraussetzen, die ganzen DSP-Routinen zu portieren in Qwisks DSP-System oder neu zu schreiben. Und das ist natürlich auch ein etwas höherer Aufwand. Meine Kenntnisse in der digitalen Signalverarbeitung sind dann zwar irgendwie vorhanden, aber irgendwie auch wieder begrenzt, um so Software zu schreiben. Von daher geht in Qwisk weniger Entwicklungsaufwand rein, was quasi die reinen Software-Features angeht. Also wir werden irgendwelche Hardware-Features versuchen zu unterstützen, im Fall eben von zum Beispiel Vorverstärker, Abschwächer. Dasselbe werden wir vermutlich auch für den zweiten Empfänger, wenn wir dann unser Erweiterungsboard haben, werde ich auch dafür sorgen, dass wir mit Qwisk dann die vom zweiten Empfänger entsprechend steuern können, aber der größte Teil der Entwicklung wird eben in PyHPSDR bei uns gehen. Gut, dann übergebe ich mal wieder. So, wir machen jetzt Frage-und-Antwort-Spielchen noch. Ich weiß nicht, der Kollege mit seinem Vortrag, Christian, wo ist der? Okay, weiß ich nicht. Also wir haben Zeit, haben wir gesagt gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie dann... Ja, soweit einmal der Stand, wo wir sind, bezüglich der abgesetzten Geschichte. Wir haben momentan, bauen wir gerade noch mit einem anderen Kollegen zusammen das Ganze in 19-Zoll-Technik auf. Der Hintergrund ist der, dass man das Ganze praktisch irgendwo in einer 19-Zoll-Schranke hätte und nur noch die Bedienpulte irgendwo hat. Der Hintergrund war, dass einige größere Contest-Stationen in Deutschland auf uns zugekommen sind und die das ganz gern in dieser Art und Weise eventuell realisiert hätten. Wir sind dann mal darauf angesprungen und gesagt, wir schauen mal, ob wir irgendwie so in der Richtung machen. Die Blackbox-Lösung wäre das, also wir haben zuerst auch die kleine Blackbox-Lösung gehabt, kann man sich dann vorstellen, entweder nur mit einem Netzwerkkabel zu verbinden, die ganzen Bedienpelts und die ganze Elektronik praktisch ausgelagert in 19-Zoll-Schränke. Oder aber, was auch ginge, wäre über WLAN zu fahren. Das ginge genauso.
Man könnte es natürlich auch theoretisch gesehen, diese ganzen Sachen über Apps zu machen. Ja, da wäre ein Ansatz dahinter. Ja, Ideen, wie gesagt, gibt es genügend. Die Frage ist halt immer nur, wie viel Zeit investiert man in welche Idee? Und mal schauen, wie alt wir werden und wie lange wir Lust haben dazu, sowas zu machen. Dann haben wir da mit Sicherheit noch einiges vor. Ich meine, wir kommen natürlich auch extrem aus der Funkerschicht raus, ja. Und erste Priorität für uns sind natürlich Funkgeräte eigentlich, ja, zum Funken. Und ja, da hat jeder seine Vorlieben, entweder mit Blackbox zu arbeiten und Bildschirm, was manche Leute sehr gern wollen. Manche Leute wollen aber da ganz gerne irgendwo ein paar Knöpfe und Kurbel drauf zu haben. Und der Richtung arbeiten wir halt einfach, ja. Blackbox, beziehungsweise eben jetzt was gesehen haben mit der Frontplatte, um da was zu haben. Ja, und da diese, sagen wir jetzt wirklich wunderbare Technik von SDR, die ja wirklich, SDR ist ja eine tolle Sache. Ich habe das schon mit manchen geredet gehabt. Die Amateurfunker, das ist der neue Gral. Das SDR-Zeug, wenn ihr reinschaut, es poppt ja fast jede stündlich etwas Neues auf im Internet, was SDR ist. Das ist doch ein Traum für die Amateurfunker. Die Amateurfunker, so viel bastelt, habe ich noch schon lange kaum mehr gesehen, die an SDRs irgendwas rumbauen. Das ist doch irre. Ist doch super. Es kann uns doch gar nichts Besseres passieren, als wie mit der SDR-Geschichte einen so einen Hype mitzufahren und da was wieder auf die Beine zu stellen und wieder zu basteln und zu programmieren. Und junge Leute kommen rein und die dann Computer machen. Ja, der interessiert sich nur für Linux und den ganzen Sach da, der hat weniger mit Windows zu tun. Super. Kann nichts Besseres passieren für uns. Auch für unser ganzes Hobby. Amateurfunk, ja, das ist doch wieder so ein richtiger Aufschwung, wo man wieder junge Leute ja engagieren kann dafür, für die Technik zu gehen. Und es ist moderne Technik und das hat jetzt nichts mit irgendwas altbackenen Röhren zu tun, wo die anderen alle geschockt kriegen, wenn sie da mal 1000 Volt irgendwo sehen. Ja? Ich meine, ich liebe alte Technik, ich restauriere die Dinger, aber trotzdem, ich finde, das ist eine super Sache, mit dieser SDR-Geschichte da wieder neu anzusetzen. Ja? Also, insofern macht Spaß. Machen wir weiter mit Kollegen? Nein, mit uns. Wir sind fertig, also ihr habt noch Fragen. Schönen Dank für die Werbung für die SDR-Akademie.